Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Ich befinde mich schon wieder auf einer Rollroute nach oben. Und ich habe so ein bisschen Angst, was diesmal passiert. Wie ihr gesehen habt, letzte Folge, ich beherrsche das Klettern überhaupt nicht. Los, nach oben. Ja, das ist auch weg. Alle Probleme erst aus dem Weg räumen. Ja, sehr schön. Wehe. Ich dachte gerade schon, er geht auch nach unten jetzt und versperrt mir den Weg. Ich gehe auf jeden Fall hier lang. Dann muss ich nämlich einmal weniger springen. Der ist weg. Juhu. Problem aus dem Weg geschafft. So, jetzt loslassen und dann W und G. Und dann W und oben drücken. Ja! Nein! Heieieieiei. Tut ihr erstmal. So, ist da rechts noch was? Ich glaube nicht. Deswegen gehen wir einfach jetzt mal oben weiter. Vom ersten Versuch geschafft. Mach Aufnahme. Pause. Aufnahmepause. Zwischen den Folgen. Zwischen den Folgen. Was sage ich denn jetzt gerade für ein Mist? Ich meine natürlich das erste Mal geschafft, jetzt in einer Aufnahme. Jetzt haben wir es. Safe, okay. Okay, vielleicht ein Doppelschwung hier oder ist es Rückweg, ist die Frage. Wasser. Okay. Das ist aber ein gutes Wasser-Dungeon. Normalerweise. Ah, ich habe Wasser, eine Lebensanzeige. Welches Spiel endet das gerade mit der... es ist keine gute Idee, links zurückzuhalten, während man erzählt überlegt. So. Los. Los, komm zurück. Sehr schön. Den Sprung nicht verkacken jetzt. Komm zurück. Komm zurück. Bam. So, ja. Höher, höher, höher. Nein. So, besser. Da hat gerade schon der Sprung eigentlich ausgereicht. So. So, Wasser-Dungeon. Kommen wir auch oben lang? Oh, da oben ist die Kiste. Kommen wir da irgendwie ran? Oder auch so, ja. Haben wir schon noch irgendeine Mechanik später noch, die wir ausnutzen können, wenn wir halt, wenn er eh mal runterfällt. Oh. Ein Leben! Ja, wie es 26 AP pro Sekunde abfüllt, wenn es leer ist. So, machen wir es halt skillful und laufen die Gegner rein. Ja, das ist Skill. So, man muss nicht alles langsam machen, wie man es schon kennt. Ich würde gerne mal ausprobieren, ob man vielleicht... Der Mob ist tot, ich will mal neue Luft. Nee, geht nicht. Zurück. Ja, wie langsam ist das denn bitte hier? Ich hab nach oben schwimmen. Los, okay. Das wird nicht gut werden. Das Geld ist mir gerade egal. Das Leben ist mir auch gerade egal. Nein, los, schwimmen. Oh. Da nichts? Warum sind da Steine gewesen? Ein bisschen Deko hier reinzubringen, vielleicht. Man bräuchte Wasserblasen oder so hier. Also außer die, die wir selber machen. Das lief doch eigentlich ganz gut. Bis auf mein Fail. Aber ich habe gerade was gesehen. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Und zwar. Komm mal hier doch hoch und da hinten war noch eine Truhe. Komm schon, schaffst das. Ja.
Aha. Na, Secret? Juhu. Wird er uns noch reinlegen wollte am Ende? Ein Stern, 6 von 30. Yes, ein Fünftel. Ich hoffe echt. Ich hoffe echt ganz, ganz doll, dass dann jetzt nicht super wichtiges am Tempel war, was ich vergessen habe. Das finde ich mit dem Save-Spot ein bisschen schade, gerade dass ich nicht selber speichern kann. Und vor allem, dass die einfach bei der Tour mit dem Schwert speichern. Wie unfair ist das denn bitte? Natürlich, werde ich trotzdem noch getroffen. Ne, die XP sind mir gerade egal. Achso, man kann jetzt nur so töten. Okay. Das sind doch, abklatscht so ein bisschen von den Metroid-Wesen da, die auch um die Steine rumkrabbeln. Und man fast nicht besiegen kann. Moment. Mit Ruhe. Kommt man oben noch rechts rein? Ja, dann muss ich darauf achten. Für Truhen würde ich auch zurücklaufen. Außer das Spiel lässt mich nicht zurück. Los. Ja, halt so. Mhm. Deswegen kann man ja also runter. Das ist doch genau so abgepasst, dass man nicht genau sehen kann, ob da was ist oder nicht. Ja. Was ist hier drin? Oh, ein Stern. Juhu. Jetzt komm. Stärkster Gegner im Spiel für mich. Aha. Seht ihr das? Rechts die Wand sieht so ein bisschen aus, als wenn sie echt... Wenn man sieht immer die Grafik, rechts ist da echt so ein harter Kanten, dass man so sieht, dass da richtig so eine Wand ist. Aber durch den Felsen selber geht es durch, aber der Rand nicht. Man sieht schon, dass das Spiel noch nicht lange draußen ist. Ganz, ganz kleine Kinderkarten hat es immer noch. Weiß natürlich nicht, dass es nicht super ist. Vor allem, dass die Mechaniken. Bei vielen Spielen ist es so, es ist die gleiche Mechanik vom Anfang an, dieselbe, und wird nur immer so ein bisschen schwerer. Aber hier ist es so, dass man sich immer an neue Mechaniken gewöhnen muss, wie zum Beispiel Jump and Runs jetzt. So. Hier kann man noch runter, kann man hochklettern, falls man runterfällt. Okay, das ist natürlich ziemlich nett. Und irgendwie muss man wieder hochkommen, wenn man runterfällt. So. Aber ich finde die Wasserpassage schon angenehmer als die Jump-Passage. Außer man läuft so wie ich da rein. Da kann man Luft holen. Holen wir uns mal kurz Luft. Weiter geht's. Ah. Perfekter Zeitpunkt dafür. Nur 4 Leben. Schade. Zurück. Oh, ganz knapp. Vielleicht müsste ich nochmal zurückgehen. Ich gehe es einfach durch. Wird schon irgendwie gehen. Das Wasser. Da ist die Wasseroberfläche, meine ich. Und ein Save Point. Wie nett ist das denn bitte? Mal weiter. Ach, links und rechts geht's super, aber nach oben geht's schwer. Das Luft. Holen wir uns die Luft lieber vor, selber mal. Weiß nicht, wie lang das nächste noch ist. Ah, da oben brauche ich ihn gleich. Los, wechsel. So, und da geht es dann weiter nach oben mit Luft. Okay. Wenigstens ist, glaube ich, dass hier nichts versteckt ist. Nein! Einfach durch. Nein! An den Stacheln gestorben.
Mist. Ich habe noch gemacht gehabt, eigentlich ist unser einziger Feind die fehlende Luft, aber... Wenn man einen HP mehr hat, ist natürlich doof. Aber wir haben ja nicht umsonst den Schicht jetzt gerade herausfordern gewählt. Und ich habe nicht umsonst den Schwierigkeitsgrad dumm für mich gewählt. Nein, nein! Man kann man sich an der Wasseroberfläche nicht dann wieder heilen. Nein! Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz vorsichtig. Okay. Brauchen wir ihn bestimmt auch hier, oder? Ein Save Point. Und Herzen. Zuerst die Kiste. Juhu, den zweiten Schlüssel. Das heißt, wir können eigentlich da hinten die beiden Schlüssellöcher öffnen, die wir gesehen hatten. Oh Mann. Aber wie nett, dass die auch. Auch sowas hinstellen für einen. Obwohl man es auch mit Springen töten könnte. Jetzt kommen wir hier so runter. Okay, also ist hier immer kein Doppelsprung, leider. Schade. Und safe. Seht ihr? Wasser und Klettern. Okay, dann war das so gemein. Altes Schwert. Dieser Gegenstand kann die Tür nicht öffnen. Schade. Rote Pampe. Dieser Gegenstand. Oh. Grüne Pampe. Oh. Stern zum Sammeln. Schade. Was hat das eigentlich denn für einen Nutzen? Juhu. Ah, ist eine richtige Tür. Ich dachte, das wäre nur so ein Loch. Der schwerste Sprung im Spiel. Das war ein Ernst. Wenn jetzt ein Boss kommt, kommt ein kleines Problem. Noch eine Schlüssel, der uns fehlt. Ich bin plötzlich voll geheilt. Wie kommt das? Ah, endlich frische Luft. Ich kann sogar Kuchen gießen. Ja, Kuchen. Jetzt, wo wir darüber nachdenken, fällt mir ein, dass ich kaum etwas gegessen habe, seit wir in diesem Schatzieren aufgebrochen sind. Ja, ich auch gerade nicht, muss ich zugeben. Diese Luft nach Gebäck lässt mir den Magen knurren. Pure, seid ihr etwa nicht hungrig? Seid ihr etwa nicht hungrig? Ja, ist das jetzt von der deutschen Sprache abgeleitet? So, ja, wollt ihr nicht auch etwas essen? Also von nicht auch etwas essen, was eigentlich bedeuten würde, wollt ihr nicht etwas essen? Seid ihr etwa nicht hungrig? Nicht hungrig? Nein, habe ich Hunger. Hä, wieso? Ihr hättet gefragt, ob ich nicht hungrig bin. Na, gut, die deutsche Sprache ist echt... Man darf nicht alles so genau nehmen. Auch mir wäre nach einer kleinen Rast zumute. Aber wir verhalten uns besser unauffällig. Diese Stabtore sind wegen des Krieges geschlossen. Wir bedürfen eines Plans, um uns aus dieser misslichen Lage zu befreien. Ja. Ein Gasthof wäre gewiss der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Mit jeder vergehenden Stunde schwebt mein Volk in größerer Gefahr. Das wäre also entschieden. Wir gehen essen. Juhu! Der Körper verlangt nach Stärkung für den Kampf. Könnt ihr nicht einfach sagen, ihr habt Hunger, Venus? Ich habe Hunger. Seht ihr, es geht doch. Ihr müsst euch eure Gefühle nur eingestehen und schon lebt es sich leichter. Wenn wir dieses Abenteuer zusammen bestehen wollen, müssen wir aufrichtig zueinander sein. Stimmt's, Pure? Punkt, Punkt, Punkt. Auf geht's. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe Hunger. Mega Klink. Lasst uns unsere Kräfte sammeln und nach Informationen suchen. Ein Huhn. Oh. Kann ich's hochheben? Ich kann sie hochheben. Schade. Seit Beginn des Krieges hegt mein Bruder böse Gedanken. Ich bin sicher, dass diese verdammten Zauber hinter all dem stecken. Warum nur hat der Kaiser sie gegen Dämonen ins Feld geschickt? Oberst Dalkin und unsere Soldaten wären gewiss alleine mit ihnen fertig geworden. Hey, vielleicht sollten sie gleich auch die Leutnants abkommandieren, wo wir schon mal dabei sind. Mein kleiner liebt das Kolosseum über alles. Ich wünschte nur, er würde sich mehr für die praktischen Dinge im Leben interessieren. Wie Hausarbeit, Kochen und seinen Lebensunterhalt zum Beispiel. Aber das wird er eh noch früh genug lernen, wenn er erwachsen ist. Vorerst sollte ihm seine Träume vergönnt bleiben. Vergönnt bleiben? Ich hoffe, das war so rum und nicht andersrum gemeint.
Ich weiß, wir haben wenig Geld, aber meine Mami arbeitet hart, damit sie sich leisten kann, mich zu den Kämpfen im Kolosseum mitzunehmen. Meine Mami ist total cool. Wer ist euer Lieblingskämpfer? Ich habe solche Angst vor Menos, dem Exterminator. Manchmal habe ich sogar Albträume vor ihm. Aber sag das nicht meiner Mami, ja? Dann würde sie mich nie mehr ins Kolosseum mitnehmen. Wir haben Menos hier, willst du mal sehen? Hat nicht gewirkt. Wir können hier auch nicht alles anquatschen. Warum nicht? Wir setzen mal Menos vor ihn. Mal sehen, wer Menos findet. Ich weiß, wir haben wenig... Ah, okay. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht können wir irgendwas mit Menos heraufbeschwören. Irgendeine Cutscene oder so. War es nicht böse gemeint? Das sieht aus wie ein Inn, deswegen gehen wir da auch nicht rein. Raus können wir nicht. Gut, aber ich würde sagen, dieses Dorf werden wir in der nächsten Folge erst ein bisschen näher untersuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Evoland 2. Bis dann, Leute. Und boom!